Ich versuche mal mit dem Gas dosiert, also mit der Bremse dosiert einzugehen. Hier muss man ja wirklich Trailbreaking machen. Das hat man bei Formel 1 immer schon machen müssen, finde ich. Okay, mache ich da. Bremse auf 55, Bremse auf 95. Okay, okay. Ich bin vorhin gefahren, so zwei Runden, war der Motor schon gelb. Das war Katastrophe, sage ich dir. Mit diesem Nicht-Auto-Klatsch und Ding. Das machen nur Pusses vom Gas gehen, kannst du nicht vorstellen? Was mit dir vom Gas gehen? Kann ja jeder. Einfach realistische Hilfen aktivieren, so wie es in 20 Jahren ist dann. Ich lasse die Technik arbeiten. Aber trotzdem bräuchtest du ja eine Schaltung, halt eine Klatsch. Nur da nutzt du dich zufällig. Ich hab's jetzt mal so geregelt, keine Ahnung, ob ich so lasse, aber es war jetzt nach vielen Hin und Her. Aber so geht's eigentlich mit dem Bremsen. Hier dreht es mich immer. Einmal Körperwischen ist vorbei. Also wenn du einfach vom Gas gehst wie in echt halt, dann leuchtet es auch nicht auf, oder? Beim Runtersteigen, glaube ich, musst du das nicht machen, gell? Hier hat es immer nur Abgas, Abgang 3 und 4 ging das immer los. 1 bis 2 war okay. Hallo Sani, warum fasst du dir an den Kopf? Ist doch schon heiß genug, hier wird es ja noch wärmer. Ich glaube, du warst so lange nicht mehr da, dass du gar nicht weißt, dass ich hier nicht mehr im Wohnzimmer bin. Genau, ist man ja im Normalfall auch nicht, stimmt. Ich weiß ja. Also. Aber wir sind heutzutage verwöhnt von dem ganzen modernen Schnickschnack. Alter, gar nichts weißt du, Sani. Kappa. Was läuft bei dir? Soll ich es noch umstellen so, oder soll ich es so lassen? Weil es war jetzt nur die erste Runde mit dem Bremsen. Oder kann man da geschmeidiger bremsen und man ist dann gerade noch ein bisschen Zeit gewinnen? Was geht, Machine Gun Sunny 37? Wie war dein Sonntag? Ja, gute Besserung an deinen Sohn. Mit Fieber kann ich halt leider auch mithalten. Immer noch scheiß Lungenentzündung und Fieber und ich... Es wird halt nicht unbedingt viel besser, es bleibt halt und dann ändert sich es kaum. Beschissen wie immer, also alles normal Zustand. Sei doch froh, dass sich das nicht ändert. Daran gewöhnt schon.
Sector 3 is 016 off the base. Ich würde gern die Delta Bar so einstellen, Xanten, dass ich deine Zeit hätte. Nicht meine. Aber irgendwie kann ich sie nur auf meine Zeit stellen, irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe da umgestellt auf Best Session Time, Best Time Overall, aber anscheinend gilt es nur für mich. Was bringt mir das? Ich würde gern die Delta Zeit so haben, dass ich sie sehe, wie sie bei anderen ist. Dann sehe ich halt, oh Scheiße, guck mal, in der Kurve verliere ich sehr viel Zeit. Da könnte man noch ein bisschen pushen. Weil das Leaderboard sieht das ja eigentlich, das weiß das ja eigentlich. Okay, wenn ich jetzt so viel Zeit wieder steht gut mache, dann bin ich bei Null. Guck mal, die Delta-Zeit. Da bin ich bei 10 Sekunden in der Runde. Sector 3 is 0.8 off the base. Also ich finde, der Ferrari fährt sich halt schon mit am besten. Der McLaren war natürlich auch stark, ich weiß aber nicht, wer ist denn in dem Jahr Weltmeister geworden, 92? Ich habe es ja verfolgt, aber ich weiß nicht mehr. Bis 1. Mai 94 habe ich Formel 1 verfolgt. Wisst ihr ja eh schon, und danach eine lange Pause gemacht. Das müssen wir mal nachlesen. Bin ja von Kirk gekommen. Kirk kommt nicht so viel Haftung, oder was? Gell? Perfekt, Mann. Sehr geil. Freut mich. Beste. Habe ich gefeiert. Also muss er ja 91 auch gewonnen haben dann. Weil er die Nummer 1 ist. Ja, fahr vorbei, du fährst eh schneller, komm. Man kann nicht. Ich denke mal, dass das Beste ist. Dann halte ich dich nicht auf. Außer du wolltest ein bisschen mich schubsen, dass ich schneller bin. Also ich bin dafür, dass der Assetto Corp eine Datenbank von allen Autos machen sollte. So eine Excel-File. So wie das mit den Strecken. Du kennst dich ja aus und warum nicht? Du musst ja was tun. Wow! Okay, Gino, we need to watch these track limits. Naja, klar, du heißt ja so, dein Name ist ja so, ist der Programm. Aber auch wenn Machine Gun Sunny 34 das Wochenende beschissen war, hast du bestimmt was Geiles gezockt. Oder? Weil du bist ja Zocker. Innen. Bist du noch im Destiny 2 waren? Das ist schon wieder out. Yellow Flag.
Siehst du? Das ist aber auch geil, dann kannst du schön entspannen. Zocken finde ich es anstrengend. Also je nachdem, was man zockt. Nullbock-Phase finde ich eigentlich am besten. Kann man einfach nur da liegen, entspannen und chillen. Bis ihr seht ja schon, YouTube, Twitch, was auch immer man da möchte. Ich glaube, in der Null-Bock-Phase macht man bessere Sachen, als wenn man da süchtig vom PC hockt und schwitzt. Bei Destiny oder so. Ja, das ist doch toll. Ist ja auch heiß, ist warm und musst du nicht vom Rechner sitzen und schwitzen. Kannst auch auf der Couch schwitzen und Fernsehen schauen. Oder im Bett liegen und da schwitzen. Sag mal, Scheiß auf Zocken. Ich meine, wenn ich nicht hier wie ein bescheuerter streamen würde, würde ich auch nicht zocken. Warum auch? Lieber 24-7 in meinem Pimmel spielen und Serien schauen. Voilà. So viel spannender. Leider kann ich das im Stream jetzt nicht so. Oh je, macht ja sonst keiner. Das soll man sicher machen. Die Kurve ist so tückisch. Das ist ja Schmarrn! Wieder mein Glück ab, Backcenter, mein einen Kunden. Nein, kaum labe ich und bin ich. Oh Mann, ey. Track limits, this lab will be deleted. Oh, dein, also. Ich sag dir gleich, was deleted wird, du Sack. Der Gino wird gleich deleted. Hab mir gerade die Nase gejuckt, mein Mikrofon gekickt. Aber es seid ja nur ihr, die ich kicke. Ist ja okay, habt ihr verdient, ihr Säcke. Aber Fresse, mitten in... Also.
Day. Ich wollte nur kurz noch ein bisschen mehr Gas geben, wenn ich schnell um die Kurve komme. Geht nicht. Der Turbo war schon sehr hoch. Okay, ja, Auto. Nett. Nett, nett, nett. So, Bennett habe ich. Dann der Brabram. 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 So, mal gucken. Force Feedback, Lautstärke, alles einstellen wieder hier. Brabram. Die werden 220 Liter, spinnst ja. Okay, Lautstärke wird schon passen. Schauen wir mal gleich. Du fährst auch gerade raus. Und ich dachte, du kommst auf der Geraden. Ich dachte, du fährst auf der Geraden. Traffic behind. Ja. Okay. Bisschen muss ich vor das Feedback verstellen, dann geht's. Haben die alle ganz andere Motoren gehabt, oder? Irgendwie auf den ersten Blick, ich glaube, der fährt sich stabiler, aber ich glaube auch langsamer, ne? Der ist entspannter, das Auto irgendwie. Fährt sich stark. Fährt sich interessant. Also nice.
Also, keine Ahnung, hört sich ganz anders als die anderen. Das Teil. Der Motor kommt sehr spät. Ist jetzt bestes Auto, sage ich euch. Keine Ahnung, fühlt sich bis jetzt stark an. Also sehr stabil im Vergleich zu anderen. Vielleicht schafft man die nicht die schlechten Zeiten, aber man kann auf jeden Fall, ich glaube, ganz konstant mit dem fahren. Mit dem könnte ich viel früher Gas geben. Krampf, Krampf, aua, aua, aua. Den Fuß anders hingetan. Das probiere ich mal, ob das wirklich funktioniert. Wo ich dann schon vorher Gas geben kann hier. Mit dem. Nicht, wenn ich so weit lenke. Okay, okay. Was soll ich denn hier rumkommen? Schade. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Das ist dann mal, wie es mir vorgestellt hat, würde ich sagen. Aber passt schon. Kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du eh nicht vorstellen, ich sag's dir. Hallöchen, alte Ford, was geht? Alles gut, du alte Ford. Mir heute ist nur ultra heiß, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, hier auch. Jetzt hat's gerade noch geregnet und... Sind sie leiser geworden? Vollgefressen, müde und hab deswegen keine Kraft. Von auch zu schlecht. Was ist mit dir? Bin ich das? Was mit mir? Ich hab jetzt so das Spiel auf 60% machen müssen, sonst ich verstehe überhaupt. Frech. Ja. War ein bisschen da. Oh. Ich fahr hier männliches fahren. Formel 1. 91. Sector 3 is 2.5. Ja, und ich fahr hier Lastions DRM. Server war offline bei dir, konnte nicht fahren. Blech. Ich glaube, der hatte einen Fehler. Du hast einen Fehler. Wieder... Ja, war, da hat irgendwie die Zeit runtergezählt. Imola, 10 Sekunden, dann war sie mal weg. Ja, kann sein. Ich habe gerade neu starten müssen. Die waren im Autoloop. Aber es ist echt, ich sag dir, da musst du dich dran gewöhnen. Glaube ich dir, also das ist, glaube ich, genauso, ist glaube ich, genauso im Gegenteil vom GT3 wie hier, 91 Formel 1, Katastrophe, erstmal.
ist geil. Es macht verdammt aber Spaß. Aber wenn man da viel lenken muss, habe ich in Formellenker keine Chance. Muss man da viel umgreifen und lenken? Ja, umgreifen nicht, aber du musst schon stark einschlagen, ja. Ja, geht vielleicht mit dem GT3-Lenkrad. Also 90 Grad. Das geht easy, ja. 180 geht. Nee, so weit geht's nicht. Aber du musst vorsichtig mit dem Gas sein, das ist wirklich... Ja, das bin ich ja eh. Also das ist Gas, Formel 1 ist halt auch Endgegner. Das ist normal. 10%, 11% tot. Ich habe auch schon mal einen Lieblingswagen, ich weiß nicht, wie er heißt. Jameson, ne? Ohne ABS und so, ist schon... Das ist geil, gell? Ich fahre gerade den Brabram. Ohne ABS und nichts, aber ich muss der Autoklatsch und Zwischengas aktivieren. Sonst ist bei jedem Schalt mein Motor im Arsch. Und nach einer Runde ist er gelb. Weil die haben damals noch so eine Art Haarschaltung gehabt, nur zwei, drei Teams nicht mehr. Und das ist halt schwierig sonst. Aber ich dachte mir, bin da spät drauf gekommen, man muss vom Gas gehen, wenn er schaltet, so wie in echt halt auch, weißt du? Aber dieses vom Gas gehen. Ja. So, bevor ich es vergesse, ich wollte ein paar Sachen wegen Race Room erzählen. Nee, bitte nicht. Wie bitte nicht? Ja. Wieso? Das ist ganz toll. Ich habe doch schon lang oft davon geredet. Jetzt habe ich es mir nachher... Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den Gedanken gestern kam. Mir gestern ist mir eingefallen, habe ich mir noch ein bisschen was angeschaut. Und also ich finde erstmal, die Strecken sind ganz okay, sind ganz normal, ne? Alle Strecken dabei, die man so kennt. Und ich finde die Autos auch schön sortiert, die ganzen Autorennserien halt. Die sind ja auch vom Hersteller selber gemacht, ne? Da kannst du ja davon ausgehen, dass es passt. Und so weit. Und... Ich will mal leise machen, ich kann nicht so schreien hier. Und mit dem Packerl da, ne? Du kriegst ja... Du kannst ja einmal so ein Megapack kaufen. Das darfst du einmal machen. Wenn du halt das zu früh gekauft hast, dann hast du nicht viel Content. Und du kriegst ja das Megapack für 64 Euro. Mit allem. Bei denen selbst. Bei Steam für 100. Ja. Also... Ich meine, bei denen selbst habe ich es für... Aber pass auf, ich habe keinen Bock auf ein neues Spiel gerade. Das ist das. Jetzt darum geht's ja gar nicht, weil ich gehe jetzt nur so allgemein. Weil wir werden irgendwann auch, werde ich irgendwann auch ACC testen, irgendwann das wieder testen. Habe ich alles schon gespielt. Also ACC noch nicht. Ja, nur ich sag hier nur. ACC habe ich auch nicht. Nur weil ich ja meinte letztens, dass wir haben noch jahrelang Content. Na klar, sicher, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt 12 Stunden am Tag nur das mache. Was ich ja bestimmt mache immer wieder, aber ja, bei mir ist halt so. Ich habe halt 12 Stunden Content, mindestens. Dann trennen sich ab demnächst unsere Wege. Wieso? Weil du was anderes zockst. Darf ich keinen Tag was anderes spielen? Natürlich. Na also. Also. Was ich dir nur sagen wollte, dass ich es eigentlich cool finde. Erstmal war ich ja abgeschreckt mit dem ganzen Preisen, wie bei iRacing, dachte ich mir, okay, krass. Aber es gibt ja kein monatliches Abo, es ist ja for free, du musst die Sachen einmal holen, dann hast du sie. Du kannst einmal das Pack holen, das ist mit allem drum und dran, zahlst 64, wenn du diese komischen, diese Virtual Points von denen kaufst, weil dann müssen sie keine Gebühren an PayPal, an Steam abgeben. Und ich habe mir mal da alle Autos angeschaut, Strecken angeschaut, ist schon sehr, sehr stark, also... Und was ich das auch lust. Ich halt auch schön. Das ist alles krass. Ja, das ist. Und so genauso ist es auch in-game. Und der Server. Aber dedicated Server nur unter Windows. Ja, wo ist das Problem für mich? Für dich nicht. Sprecher. Du musst ja nicht in jedem Spiel, was ich spiele, auch dedicated Server haben, hä? Ja. Das ist kein Ausschlusskriterium. Ach, Technik. Und das ist jetzt echt ein Ausschluss hier, Kilian. Ich hab dir gestern geschrieben, dass ich. Oder heute Morgen. Ja, irgendwann halt. Keinen Bock gerade drüber habe, nachzudenken oder sonst irgendwas. Na gut, ich wollte dir nur sagen, was ich gesehen habe und von was ich begeistert bin, wo ich eh schon das meiste kenne.
Und ich wollte es jetzt nicht schmackhaft machen, ich wollte nur sagen, was mir gefällt. Okay. Egal, ob es dir jetzt gefällt oder nicht, ob du spielst oder nicht. Wenn ich dir 2 Stunden Vortrag über Formel 1 fahre, dann erhält dann fährst du auch nicht Formel 1. Ich habe nur gemeint, ich nach 10 Minuten das Discord. 10 Minuten hältst du aus? Das passt doch. Das ist mal mehr als so. Ja, wenn du mir über 1 Stunde einen Vortrag hältst. 2 Stunden. Natürlich. Kann ich machen. Ja. Auf jeden Fall ist es schön sortiert auch da. Das mit diesem Dedicated Server ist halt wieder so eine Sache, das geht halt nicht mit AIs, das ist halt sehr, sehr schwach. Deswegen hat Automobilista 2 schon ultra Vorteile. Was ich zumindest schon mal gut finde, dass man einfach die nächste Strecke starten kann, nur dass alle vom Server gehen müssen. Was ich lustig finde, ist bei Singleplayer, kannst du AI hinzufügen, hast du 99 Leute in der Nordschleife. Das sah schon wild aus. Aber das ist krass, aber das ist ja jetzt auch egal jetzt, weil wenn man online spielt, ist man eh nur alleine oder mit ein paar Leuten. Auf jeden Fall fand ich schön sortiert und ich habe es ja früher schon gespielt und die haben ja mittlerweile das Force Feedback und die Physik alle sogar schon umbearbeitet und ich wusste nicht, dass es so aktuellen Content gibt. Also es ist ja wirklich auch der neueste Content und es ist echt, echt cool gemacht, da nicht? Ja, die offiziellen Ligen, ne? Also Lizenzen. Mhm. Also sogar ADAC, Pöbel ist dabei. Genau, ist er jetzt, ADAC ist glaube ich Dings, der jetzt ETM oder so, keine Ahnung. 21 ist das neueste und die Autos sind halt alle dabei, das finde ich halt witzig. Also das mit dem Mods ist schon super geil, ich genieße das, was wir hier machen. Nur finde ich halt da den Content, den sie auffahren, schon ultra. So, was das angeht. Und das gilt ja auch für Vollrealismus. Und dann, als ich da ein bisschen geschaut und begeistert war, war sogar ein Xenter im Chat, da hat er geschrieben. Habe ich auch nicht gewusst, dass er da so drin war. Habe ich erst im Nachhinein erfahren. Er hat sogar Trailer gemacht für irgendwelche Ligen oder so. Angeschaut. Season 4 von was weiß ich, Season 4 von das. Und das ist auch anscheinend gespielt in Liga oder so für dir. Und warum jetzt nicht mehr? Das kann er dir selber sagen. Vielleicht weil er ACC verrückt ist. Und er hat mir auch erklärt, dass ACC auch nur den Content haben darf von dieser SRO-Liga oder so. Die SRO-Lizenz. Die dürfen nur das, sie haben so eine Lizenz, sie können nur das ins Spiel bringen, was die auch in echt erfahren. Deswegen wird ja auch bald die GT2 dann kommen nächstes Jahr. Mhm. Die haben jetzt schon eine Lizenz nur für das irgendwie so abgeschlossen, was ja auch okay ist. Weil ACC besser sein Geschmack. Okay, genau. Na gut. Aber das Race Room, also was ich damals empfunden habe, ich habe ja damals schon iRacing getestet, der Race Room getestet. Ich hatte AC damals die Alpha getestet und so ein paar Sachen. Ich fand, muss ich sagen, Race Room sehr, sehr weit vorne, was es angeht. Und ich habe jetzt noch nie irgendwas Schlechtes gehört von Race Room eigentlich. Außer, dass man da halt zahlen muss, aber wenn man das Paket holt, man muss halt nur, wenn was Neues rauskommt, muss man sich das halt holen. Aber da kosten die 1 Autos 2, 3, 4 Euro und das ganze Paket kostet dann vielleicht mal einen 10er oder so. Nachdem muss ich ja nicht alles holen, wenn man jetzt einsteigt, ist halt schon geil, dann kriegt man total viel. Wenn man vor 5 Jahren eingestiegen ist, wieder Gord, dann man kann sich nur einmal das Paket holen. Ich finde schön sortiert. Ich finde tolle Strecken, die Farm haben wir hier auch alle. Ich würde mir das halt mal irgendwann bei Gelegenheit mal anschauen. Weil ich das toll finde, was wir da eigentlich machen. Das ist schön. Also ist auch Quatsch mit, ne? Dann gehen wir getrennte Wege, ist natürlich übertrieben. Ich bin ja sowieso nicht jeden Tag online. Aber ich genieße gerade hier DRM. Das ist echt. Wir sind jetzt auch getrennt. Du spielst DRM, ich spiele Formel 1. Also ja, im Endeffekt. Ich habe ja geschrieben, solange du nicht da bist, spiele ich das. Wenn du kommst, spiele ich sofort die 3. Spielen, was du möchtest. Ich mache nicht lange jetzt. Ich bin ziemlich im Sack. Aber ich habe mich gefreut, so ein paar Runden GT3 mit dir. So entspannt fahren. Ohne zu battlen, einfach nur so. Verschiedenes. Waren sehr, sehr gut. Ja, denke ich mir. Also ich habe nie wirklich was Schlechtes gehört. Ich habe nur das Bashing gehört zwischen ACC und iRacing.
Und da war eigentlich Race Room immer außen vor. Das, die haben sich da nicht so wirklich eingemischt, oder die Leute. Ich genieße die Freiheit, den ganzen Content hier mit dem Mods ist schon abartig krass. Bisschen artet das zwar aus, wo ich auch ein bisschen durcheinander bin, und gerade das finde ich auch ein bisschen krass, dass es nicht so wirkliche Kriterien oder Linien gibt, an denen man sich halten kann, aber es ist halt nun mal alles unterschiedlich, wenn es von verschiedenen Modern sind. Aber die Liste, die ich gestern, also die ich schon vor einer Woche bekommen habe vom Core, die Excel-Tabelle mit den ganzen Strecken da, die ist halt anders krass. Also die habe ich mir gestern nochmal angeschaut, so eine Stunde lang. Brutal. Also erstmal die normalen Strecken, da gibt es von jeder Strecke 5 Versionen. Was ich ja toll finde, aber deswegen, es ist halt so eine Sache. Nimmt man jetzt die, nimmt man die, was weiß ich. Das ist dann da. Ich hätte lieber eine und dann war's das. Aber ist ja egal. Hat man mehr Auswahl und kann sich ein bisschen das anschauen. Und dann gibt es ja dann auch. Also gibt ja dann reelle Strecken und virtuelle. Oder erfundene sind ja die von. Die von Gran Turismo gibt es ja fast auch alle, total geil. Also da, wenn wir jetzt mit dem Zyklus weiterfahren, so alle 2, 3, 4 Tage die Map ändern, haben wir da ewig Content. Und dann habe ich gesehen, es gibt ja auch Rallye-Strecken. Und Rallye-Cross bin ich so gerne gefahren in Dirt Rally. Rallye-Cross. Weiß ich nicht, was hältst du von Rallye? So mal so ein Rallye-Cross-Tag oder so? Hast du da abgeneigt? Ich habe da früher sehr viel Spaß dran gehabt, das hat irgendwann aufgehört. Einfach mal wieder versuchen. Also ich weiß jetzt aktuell auch nicht, ob ich da Spaß dran habe, aber ich fand es halt immer ganz cool. Da kann man sich auch so battlen bei Rallycross. Falls es so ist, wie wirklich Rallycross ist. Sehr geil. Und das dachte ich mir aus diesen. Ich habe mir auch angeschaut, es gibt ja für einzelne Strecken auch so Nachtmods mit so Lichtern und so, ich glaube total heftig. Aber dass ich jetzt so down Skins hin und her kopiere, habe ich auch keine Lust. Joa, habe ich mir. Was hast du dir? Bier? Joa. Ach, Pure. Ach, das Neueste, das ist der Nachfolger von Sol. Ja. Fahr ich gerade mit. Ja, das soll ja noch krasser sein mit der Grafik. Und irgendwie ist das nicht auf dem Server installiert, meint der Cord. Sorry, hey. Na, ja, Pure oder so. Hey, Gen-Z Boy, freu mich, bis gleich. Ich hab mal lauter gemacht, dich. Du bist jetzt wieder höher. Du bist halt einfach leiser geworden. Sprich nochmal. Ja, ich bin ein bisschen höher heute. Hör auf, sonst bespringe ich dich gleich. Na, es ist gerade echt geil. Also ich habe gerade im tierischen Spaß hier in Imola eine beste Runde zu fahren. Okay. Ich hab's jetzt. Es freut mich. Ich dachte, ich probiere jetzt auch mal aus, die F1, den 91er Ding F1. Ist schon interessant. Ich finde das alles interessant. Man kann noch so viel testen. Also so mein, ich sagte mal, mein globales Ziel, das habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, ist einfach die Hauptstrecken dieser Welt zu kennen, aus allen möglichen Rennserien, von mir aus aus Formel 1, aus AC, aus ACC, aus DTM, was weiß ich, was da alles gibt, ne? Die Major-Strecken halt zu kennen und die halt mit verschiedenen Fahrzeugen zu fahren, mit GT3, LMH, LMP, Formel 1, keine Ahnung, und GTE halt sowas. Das würde ich so gern halt auf alle Strecken anwenden. Mach das, Kenzan. Gönn dir erstmal ein paar Level. Weißt du jetzt genau, bis wann der Level-Boost noch ist? Gibt es da neue offizielle Daten jetzt, nachdem es alles festgelegt ist?
Aber ich finde diese, echt diese Sortierung wunderschön bei Rise Room eigentlich. Und es mich irgendwie so reizt, in verschiedenen Spielen die gleichen Autos zu fahren. Alle Autos, die es da gibt, haben wir auch in AC. Und ich dachte mir, wenn irgendwann wird ja auch ACC mal wieder im Angebot sein. Keine Ahnung, dass vielleicht alles auf 50% günstig ist, weil die ganzen DLCs sind, glaube ich, auch nicht günstig von ACC. Und auf GT2, da freue ich mich, muss ich sagen, 2023. Also, warum nicht? Um mal zu sehen, wie das da ist. Hey, und wenn es wirklich so authentisch und gut ist, also, wir haben immer schon gesagt, man kann es ja nicht nachvollziehen, weil wir nie was in echt gefahren sind. Warum nicht? Du hast mal gesagt, dir gefällt es nicht, weil die drei Autos nach alle so anspruchslos sind. Ja, aber jetzt fahre ich nur noch GT3. Jetzt bin ich anderer Meinung, weil ich fahre mit euch fast nur GT3. Ich fahre jetzt 90% nur GT3. Weil das ist das erste Mal, dass ich zwei Stunden in Formel 1 war, zum Test 91. Also, da kann ich meine Meinung auf jeden Fall korrigieren. Anspruchslos sind sie nicht, sie sind schon sauschwer, wenn man gut sein will. Man kann auch entspannt, gemütlich fahren, so alte Herren Fahrstil, geht easy. Aber wenn man gut sein will, ist es ultra schwer, finde ich, und sehr komplex. Und ich meine, ich fahre ja eh nur noch die Autos. Deswegen würde ich mir doch gerne auch anderen Games so anschauen, aber so Interesse halber. Der Ferrari hatte 7 Gänge, die anderen haben 6 Gänge. Voll witzig, sind alle irgendwie ganz anders. Manche haben hier manche brauchen so ein Haarschiff, da manche nicht. Also da war das Reglement noch nicht so eng wie heute. Bist du nicht den Bram gefahren hier, Xentan? Ich finde den ultra stabil. Also im Vergleich zu McLaren und Ferrari, also Ferrari war auch schon sehr stabil, ist das so eigentlich ein Top-Auto, auch wenn es vielleicht nicht so schnell ist. Jo, kann ich ja schauen, ja. Okay. Der Random ist angeklickt. Was bist du nur für einer? Und du warst echt so überrascht heute, dass ich das geschrieben habe, oder was? Technik. Mich meinst du? Ja. Ja. Dabei wollte ich dir ja nur. Sehr oft sehr schnell. Weiß ich nicht. Hat mir halt Angst gemacht. Ach. Ich wollte dir nur sagen, so wie ich dir immer Sachen erzähle, schau mal hier, was da ist, was da gibt. Mehr nicht. Erstmal nur erzählen. So halt, wow, guck mal, das ist schon nicht ohne. Und du glaubst nicht, dass ich hier 50 Server mache und dann nie wieder spiele. doch. Würde ich abwägen. Ja, bei AC bleibe ich dabei. Die Rotation bleibt, alle paar Tage eine neue Strecke. Immer wieder mal ein neues Auto. Und wenn ich jetzt mal ein paar Stündchen was anderes probiere, ist ja auch egal im Endeffekt. Anzeige dann ist raus. Das auch. Bin ich auch ein bisschen den Kopf frei. Ich muss sagen, es hat gestern gut getan, nicht zu fahren. Nicht wegen Kopf frei, sondern wegen Schmerzen. Ich hätte gestern das nicht geschafft. Also, ist heute, ich sag mal, ein bisschen besser.
Aber so zwei Tage im Stück nicht fahren würde mein Körper ultra gut tun, aber das kann ich nicht machen. Dann mach das doch mal. Das meine ich nicht. Sonst habe ich, sonst komme ich vom Kopf nicht klar. Nee, ich, keine Ahnung, das dann macht bei mir, weiß ich nicht, nee, geht nicht. Ich habe dann Angst, dass ich dann, dass dann irgendwas ist und dann kann ich nicht mehr fahren. Gestern sich darum zu kümmern, das Ganze, ich habe heute schon wieder geschaut, wegen Mords, wegen hier und da wieder schon, aber dann habe ich dann gesagt, komm, jetzt ist Schluss, weil wenn man da einmal anfängt, mit Mod zu schauen, zu stöbern, Strecken, alles und so, da kann man sich ewig verlieren. Ja, ich habe auch schon geguckt, aber so viel Sinnvolles gibt es eigentlich nicht mehr. Also, was ich noch, wo ich mich noch mit beschäftigen möchte, sind die Wetterpläne. Mit dem, ich habe glaube ich vorhin gesehen am Server, SOL Wetter oder so, ne? Ist da drin? Gibt es? Ja, und dann gibt es so einen Wetterplaner und dann kannst du sagen, morgens ist nebelig, abends ist schönster Sonnenschein, nachts regnet es. Du das dann den, die Echtzeit anpasst oder was? Oder wie? Das muss ich mir halt noch anschauen. Es gibt ja diesen Multiplier, ne, wo... Ja, die Zeit vergeht. Genau, wo 60, glaube ich, bedeutet, dass 24 Minuten im Spiel... ne, 24 Stunden im Spiel, 24 Minuten in-game sind. Aber das wollte ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Ich habe jetzt gerade wieder, nachdem wir gestern wieder nur gepresselt haben, mal wieder. Ja, das... Na, das ist jetzt wieder vorbei. Da habe ich erstmal keine Geduld für mir die nächsten zwei Tage. Ich hatte mir halt das DRM-Pack geholt und das ist, also mir gefallen bisher nicht alle Fahrzeuge, manche sind echt sehr gewöhnungsbedürftig. Muss ja auch nicht, das ist ja klar. Deswegen hast du so viel Auswahl. Aber so wie Kurt gesagt hat, du musst mal drei Runden, vier Runden drehen, dann kommst du rein. Ja. Und dann macht es echt tierisch Laune. Dann ist das genau das, was ich damals bei GT Legends gehabt habe, vom Feeling her. Das freut mich, das ist schön. Bei mir ist es heute so, ich fahre halt einfach heute, ist so ein bisschen entspannter, egal ob ich jetzt gut oder schlecht fahre, ich tue nicht tryhard heute. Ich probiere einfach aus, probiere mich heute mehr als... Weil ich habe mich vor zwei Tagen zu sehr geärgert, ich wollte besser werden. Es gibt aber da immer so Limits, ne? Die, über die man erst hinwegkommen muss. Und da bin ich jetzt erstmal heute über den Weg, zumindest jetzt. Wir sind 10 Minuten auch schon, weiß ich nicht. Aber freut mich, wenn es so hinhaut mit dem DRM. Ich. Könnte ich mir aber bestimmt auch mal anschauen. Und ich muss mal gucken, dass ich die. Auch, oder? Ja, nee, noch nicht. Wie, als ich dir das gesagt habe, hast du gesagt, du hast die auch. Hast du neu gepaid tatsächlich? Nee, wollte ich. Das habe ich ja schon längst probiert. Da wäre ich ja schon längst drauf. Habe ich noch nicht, wollte ich. War in Planung. Aber bei mir funktioniert, ich glaube, das liegt an der Strecke. Im Kiss My Rank auf die Live Map jetzt. Das liegt an der Strecke. Meine Strecke hat eben nicht so warm ist da. Ach so. Oder man, oder man muss doch ein bestimmtes Layout reinkopieren oder was? Gibt's was auch? Ich dachte halt, wenn die eine andere Live-Map eine Strecke hat, hat die halt auch eine Strecke, weil das ja das gleiche ist. Oder braucht es dann nochmal andere Sachen, vielleicht? Keine Ahnung, wie das gemacht ist. Hast du, was TJ gefragt hat, wie ist das, wenn du kein Geld mehr hast? Was machst du dann? Was passiert dann? Was? Wenn du kein Geld mehr hast, was passiert dann? Achso, dann ist das so. Ja. Ich hab keine Ahnung, ich wollte es ausprobieren. Keiner wollte mit mir testen. Ja, ich frag ja erstmal. Jetzt kommen erst die Fragen auf. Ich glaube, aktuell ist es bei mir so konfiguriert. Oder ich glaube auch defaultmäßig, dass du dann Server nicht mehr fahren kannst. Das ist ja krass. Andere Rennen fahren. Was heißt andere denn? Ich weiß nicht, das steht da nur in der Kurzbeschreibung. Win more races oder fahr beste Zeiten. Ja gut,
Und wenn jetzt zum Beispiel einer kommt, der fährt nur beste Zeiten, dann komme ich, fahre mit dem gleichen Auto, schaffe die Zeit natürlich nicht, weil ich schlechter bin. Kriege ich nie Geld, oder was? Doch, du kriegst auch Geld mit deiner besten Zeit. Ach so. Aber ich weiß halt nicht, wie das Balancing ist, ne? Fährst du mit 2 Runden in der Wand, zahlst du 4.000. Boah. Fährst du in schnellste Runde, bist du 400. Na, das ist so, doch toll. Nein, mach keine Rennen und dann sonst irgendwie zu fahren, ne? Ich hab weiß nicht. Das ist doch toll. Super witzig. Ich muss gucken, man kann doch auch diese Servermeldungen oben den abschalten, oder? Ich bin schon ganz gespannt auf die GTE-Fahrzeuge. Wenn Genzy gleich noch kommt, dann würde ich erstmal den F1-Server und probiere morgen nochmal zum Abschluss von dem in der Strecke dann den normalen, also den anderen Server mit den aktuellen LMP, LMH und Formel 1 bis 3. Und wer auf die Tabelle schaut, Center und Court sind auch mitgefahren. Die haben sich eine. Center und Court haben sich auch so ein Battle geliefert, ein kleines, was die beste Zeit dann ging. Ich glaube, dass Center und All doch gewonnen hat. Ja, gut, du hast ja gesagt, musst du schauen in der Tabelle, Center, aber. Ach so, in der Tabelle, okay, ich dachte deswegen. Ach, ich hab wegen WoW gedacht jetzt hier. Deswegen im Ding. Ich dachte, es gibt eine neue Tabelle für die Release-Sache. Weil ich mein Head-Tracker habe ich mir ein bisschen konfiguriert jetzt. Ja. Ich habe jetzt eingestellt, dass ich noch ganz leicht nach oben kann. Links, ja, so. Das ist vernünftig, weil du bewegst den Kopf immer wieder. Genau, so ein bisschen. Also, und also diese Rollbewegung habe ich deaktiviert. Es fährt wirklich stumpf nur noch rechts, links, oben, unten. Und halt schräg oben, unten. Aber diese Rollbewegung habe ich ausgemacht. Das war extrem nervig, weil ich. Wenn ich fahre, mit dem Kopf mitgehe, mit dem Sandboard gestern. Ich auch. Ich gehe die ganze Zeit mit. Ich tue die ganze Zeit mitgehen. Man merkt es auch am Körper, ich bin so hin und her. Ich gehe immer mit. Ja, und dann würdest du jedes Mal umschauen. Aber ist doch eigentlich okay, oder? Eigentlich? Nee. Mit den Fahrzeugbewegungen und so ist es zu viel für die Tools. Und cool, wie es jetzt arbeitet. Das kennt man gerade. Ich merke es nicht unbedingt und ich habe den, müssen wir den, wenn Jens gleich kommt, muss ich mal was sagen. Dem Genzy Boy? Ja, denn dieser Clip fürs Headset, den benutze ich gerade gar nicht. Ich benutze wieder die Kappe und den Vektor, den ich früher hatte. Und das Headset drüber, oder was? Hä? Und das Headset drüber, das oder wie? Drauf. Uff, ja. Ist nicht zu viel am Kopf? Ah, ich habe ja eh eine dicke Matte, also ich bin das gewohnt. Okay. Achso, Jens, ich habe die Kopfhörer noch nicht getestet, das mache ich nur, wenn du live dabei bist. Ich teste ich deine Stimme mal mit und ohne die Kopfhörer. Die sind nämlich gestern schon da gewesen. Wow. Ja, es sieht schick aus. Ich fahre hier gerade so in der Abend. Noch keine Dämmerung, aber in der Abendsonne. Ist geil. Sag es nicht blendet? Ja, manchmal schon ein bisschen, aber nicht viel. Aber du stockst über Discord sehr stark irgendwie. Krass. Richtig abgehakt zwischendurch.
Ja, es kann sein, dass das WLAN gerade hier sehr belegt ist. Sehr, sehr wild. Das Licht machen. Ich kann nicht ohne das Headset absetzen. Wir kurz Headset absetzen. Moment, kurz Lichter machen und schiffen gehen. Ja. Zu wild, Technik. Zu wild. Das ist so heiß. Was? Es ist einfach kein Hauch Wind, gar nichts. Es ist einfach so heiß, der Wahnsinn. Und mein Kreislauf macht so Probleme. Ich habe doch jetzt manchmal geschafft, den Puls ruhiger zu halten. Aber jetzt wieder 130, der Puls. Das klopft mir so am Kopf, an den Schläfen. Das ist Wahnsinn. Bis ich nass wieder. Aber ich habe jetzt noch 2 Tage mit meinen scheiß Antibiotika, dann kann ich die endlich absetzen. Ich habe ja keine mehr. Für die Schwäche. Die Schwäche. Keinmal gehustet. Es kommt immer wieder mal so. Gestern wieder stärker, vorgestern auch. Und das kommt immer wieder so in Schüben irgendwie. Gestern war es auch wieder schlimm. Ich habe ja gestern wieder gemutet immer wieder. Und vorgestern, als Jens am Abend noch da war, war es halt auch wieder wild. Ja, ich hoffe, dass die Lunge so heilt einfach, ohne dass man das irgendwie doof raushustet oder so, keine Ahnung. Weiß nicht genau, ob man da was raushusten muss. Ausnehmen, die Lunge. Raus damit. Der Kreislauf ist wild, Mann. Je nachdem, bei welcher Krankenkasse du bist, kriegst du eine Aldi-Tüte da rein. Das ist gut. Das ist gut, dass ich auch diese brutale Hustzeit nicht mehr habe. Aber Krämpfe ist dann stärker. Aber auch öfters Kamera ausmachen müssen heute, wenn es pennt. Ein, zweimal habe ich sie wieder gedrückt aus Versehen. So. Aber der Sound ist so brutal von den DRMs. Okay. Und du schwimmst, wenn du Gas gibst. Echt geil. Echt Bock. Okay, dann muss ich das hier ausmachen mit dem Server direkt. Okay, krass. Schwimmen, sagst du? Wohin denn? Du schwimmst, ne? Schwimmst ja. Panama. Oh, Kanal oder was? Ja. Ja dann.
McLaren, okay. 1,17. 1,19, okay, ist doch so viel schneller geworden. 1,20. Nee, 1,19,9 ist meine beste Zeit. Mhm. Abgesehen, du warst so 3 Minuten am Server. Das ist ja, das ist eine Menge. Dachte mir, wow. Ich überlege gerade, warum. Da lohnt es sich, ihn anzulassen. Warte, ich muss wieder versuchen, anders zu atmen. Ich habe noch ein paar Tabletten, damit ich nicht husten muss. Ui. Okay, ich habe den P-Track eigentlich drauf. Wo sehe ich den denn jetzt? Muss ich den hier drauf machen? Ich bin jetzt erstmal auf dem Server drauf jetzt hier. Da, P-Tracker. Okay. Da ist irgend sowas. Change remaining fuel display to add fuel need. Keine Ahnung. Ich hab's noch angehitzt, der zeigt mir irgendwas an. Display, irgendwelche Buttons kann ich hier drücken. Oh. Ich habe irgendwas gedrückt, auf einmal hat sich irgendwas geöffnet. Wegen dem Rekord. Na guck mal, ich hab es mal angelassen. Schau, was da passiert, wenn ich jetzt runterfahre. Okay, das erste Mal. KB Heights, stay inside the line. Ist doch gar nicht, noch gar nicht. Erstmal diese Corvette erfahren. Muss auch noch was Feedback einrichten. Und ich darf jetzt nicht auf der Strecke stehen bleiben, oder was? Wird's Ärger? Ich weiß nicht, nach einer halben Stunde oder so. Ach so, ja, das ist ja egal. Wir haben gestern viele... Jens, wir haben gestern viele wilde Sachen eingestellt. Wir haben jetzt so Geld, kriegen wir jetzt, wenn wir Runden fahren. Gefühl Kilometergeld anscheinend. Ich will das erste Mal auch drauf. Mal schauen, wenn irgendwelche Regeln zu ekelhaft sind, können wir die ja ändern. Was ist denn das für eine komische Stange da? GTE-Sachen, immer so eine Warnung, wenn man rutscht, das blaue Licht wie beim Porsche auch, oder was?